Tee. Ja, ich trinke viel und gerne Tee und auch hab da ein paar Kumpels, mit denen wir uns gegenseitig immer irgendwelche neuen Sorten zuwerfen. Und schon ein bisschen verrückt, aber viel Tee auf jeden Fall. Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich unter Zeitdruck bin, dann doch lieber liefern lassen. Aber wenn ich viel Zeit habe und auch Ruhe an dem Tag, dann koche ich schon lieber selbst. Also manchmal probiere ich mich aus und gucke einfach im Internet, ob ich irgendwas finde, was ich dann nachgebaut kriege. Ist auch schon vorgekommen, dass ich was gekocht habe. Hat nicht geklappt und dann habe ich was bestellt. Ja. Na, Übersteige, da ich habe lieber den Ball, anstatt ihm hinterherlaufen zu müssen. Afrika, ja, allein da schon. Deswegen schon, weil meine Eltern von daher kommen und kulturell ganz, ganz vielfältig. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann glaube ich eher das Traumhaus, weil da habe ich auch viel länger was von. Ja. Ferrari ist ganz cool. Also ich hatte jetzt einen Golf und ein Ferrari wäre jetzt auch nicht schlecht. Hip-Hop, ich bin ein leidenschaftlicher Hip-Hop-Hörer. Ja. The Weeknd, das ist ja so eine Mischung eher aus Pop und Hip-Hop, viel Drake. Kanye West, diese Richtung. Ja. Ja, bei David ist es so, da wundere ich mich immer so ein bisschen, dass er erst Anfang 20 ist, weil er spielt so und er kommt auch so rüber persönlich, wie schon so ein alter Hase. Und ja, David, treibt den Konkurrenzkampf in der Verteidigung nochmal richtig an und es wird spannend sein, wer da am Anfang spielt, aber ist auf jeden Fall ein richtig guter Junge.